Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei XCOM Anywhere Sin Now für sehr schwer, sag ich schon, auf Classic. Auf Classic mit dem Long War Mod. Ja, unser Team hat gerade die erste Mutonengruppe ausgeschaltet und ich sehe schon da ganz oben das UFO. Aber wir sind in der neuen Aufnahmesession, deshalb muss ich mich erstmal ein bisschen vortasten, um wieder spieltechnisch reinzukommen. Ich habe mir so vorgenommen, heute mal so, weil wir haben jetzt Samstag, dann werde ich mal so 4 Folgen aufnehmen. Da haben wir auf jeden Fall morgen und Montag schon mal abgedeckt. Morgen ist für mich jetzt Sonntag, also wann ihr das hier seht. Und ja, du bleibst ja erstmal stehen. Du gehst vor und lädst nach. Aber bis jetzt kann man eigentlich ganz stolz sein aufs Team. Ah, das muss jetzt sein, ne? Got something over here. Target's still up. Ja, macht eure Bewegung. Wir sind erstmal ganz entspannt hier. Wir müssen jetzt ein bisschen die mit der Ausrichtung verändern und da oben ist irgendwo was meldet. So, als erstes gehst du bitte hier an den Baum. Das ist einer mit einem. Da kommt er nicht ganz hin. Er kommt aber ganz an den Baum an die Seite. So, der Raketenschütze kann hier hinter. Dich haben wir schon bewegt. Du bist auch einer mit einem Laserkarabiner. Du gehst hier oben hinter den Baum. Ja, weil der ein Scout ist mit der Marksman's Rifle. Da kann der nur auf den schießen, den er auch sieht. So, und du gehst auch nach vorne da in die Ecke. 49% Trefferchance, das ist schon mal kacke. Wo haben wir jemanden, der Holo-Targeting kann? Du kannst Holo-Targeting. 80% Trefferchance aber auf dem schon so. Krasser Scheiß, da zieht er den einfach aus. Ach, hier haben wir den richtigen Sniper. Den habe ich mich schon vermisst. Du kannst nachladen. Du gehst in Overwatch. Ja, du versuchst dein Glück. Sah vom Winkel gar nicht mal schlecht aus, aber er hat noch mal im letzten Moment sich gewunden. 52%, 50%, 49%. Ja. Ich versuche mal ein bisschen zu unterdrücken, weil wenn er sich dann nachher bewegt, kriege ich einen freien Schuss. Und der hat ja keine Deckung, also der wird sich auf jeden Fall bewegen. So, jetzt kommen aber auch die dünnen Männer. Ohne Kack, damit kann er dem ausweichen. So eine Scheiße. Ach, ficke dich. So, Entschuldigung. Du hast 49% Chance, den zu treffen. Unser Sniper kann ihn sogar flankieren. Dann mach das. Sehr schön. Traum. So, der sieht aktuell den ganz vorne nicht. Wir brauchen den mit dem Autolaser ein bisschen weiter vorne. Jetzt sieht er den, dann nimm den mal aufs Korn, damit wir es... Ach, der schafft das sofort! 35% und dann so ein Treffer. Sehr schön. Manchmal kann es auch klappen. Und das waren, glaube ich, dann jetzt schon alle, die da hinten waren, ne? Es waren, glaube ich, zwei... Ne, da ist noch der dritte. Und wir haben jetzt leider jemanden genommen, der gerade nicht, Boah, war ich jetzt...
Ich hab's beschworen. Ich hab gesagt, es läuft gut. Ich hätte den Scout vorziehen müssen. Mein Fehler. So wie eigentlich alles mein Fehler ist. Versuchen wir das Beste noch draus zu machen, oder? Naja, alles gut. Wo ist der überhaupt, der Nächste? Solid copy. Ach, da hockt der hinter dem Baum. Copy that. So, Tucky könnt ihn von hier aus flankieren, wenn ihr den sieht noch. Ja. Dann versuch dein Glück, 82%. Oh, nein, Tucky. Das war schon mal bei beiden nix. Macht ihm anscheinend nicht viel aus, weil er einfach übers ganze Feld läuft, um sie im UFO zu verschanzen. Ja. Ja, wenn der jetzt noch schießen könnte von hier hinten, wäre schon beeindruckend. Aber der läuft mal ein Stück nach vorne und wird da mal nachladen. Ich versuche mal von dem die Deckung wegzuschießen. Auch auf der Gefahr hin, dass wir ein bisschen vom UFO kaputt machen. Tja, und wir haben nicht mal die Deckung richtig getroffen an der Seite, ne? Hm. Kein Ding. Roger, tracking. Ready to engage. Man kann halt nicht immer Glück haben. So, du bewegst dich mal schnell dahin. Damit du nächstes Mal eine bessere Schussposition hast. Da ist jetzt nicht so viel Ruhe da unten. Beweg dich hier rüber und hast du den Schutz vom Baum. Kannst auch mal nachladen. Tucky geht rüber. Ich glaube, wenn ich den einen weiter bewegt hätte, könnten wir ihn flankieren da drin. Naja, ich weiß, aktuell schlechte Position. Gib es nicht. Ich habe mir extra noch in die volle Deckung gepackt. Ich werde einfach gefickt von dem. Wollen wir meinen zweiten Medic? Hatte ich überhaupt einen? Oh, ich hatte nur den einen Medic. Tja, schon ein bisschen kacke, ne? Okay. I'm on it, Commander. 45%, weil müssen wir den jetzt so schnell erledigen? Dass der jetzt gerade auf dem Boden liegt, nicht stirbt. Los geht's. Das waren die ersten 5 Schaden für dich. Na, der kann ja gerade nicht schießen auf den. Moving to position. So, der Sniper kann hier hinter den Baum gehen.
gucken. Immerhin. Taki, du musst vorrennen. Du musst den nämlich dazu bringen, dass er jetzt auftaucht. Hier das Mistvieh. Das Energiewesen, weil ich glaube, dann sind wir schon durch mit der Ecke hier. Aber scheiße wegen dem Medic, ey. Ja, da kommt er. So, flankieren wir den schon böse. Oh, er kann ihn von hier aus sehen. 31%. Komm, 30% das neue 100. Schitte, schitte. Ich mache dir mal einen Overwatch, weil das kann ja die Aliens ein bisschen unterdrücken, darin sich zu viel zu bewegen. Ja. So eine Kacke. Mist. Nein, er geht da runter. Und natürlich trifft er mich. Verflucht seist du, Alien. Tut mir leid, Ramonov. Rabonov. Boah, es direkt wieder so viele angepisst sind. Ach, vor allem hier, der Taki hätte noch heilen können. Bin ich eigentlich doof? Jetzt ohne Kack. Ich bin auch alle durchgegangen oder war der Move vom Taki einfach schon vorbei? Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal zurückspringe. Aber wenn ich einen Medic dabei habe. Wo war der denn hier, als ich den gesucht habe? Da ist Frost, da vorne ist Taki. Tut mir leid, es tut mir wirklich aufrichtig von ganzem Herzen leid, aber ich möchte jetzt diesen Mann nicht sterben lassen. Das hat er nicht verdient. Verwundet ist in Ordnung, sterben muss nicht sein. Oh, der sieht den nicht mal. Geh ruhig dahin. Ja. Kannst auch ein bisschen näher rangehen. Und der Sniper kann eh jetzt hier sprinten. So, erstmal er. Gut. Das hat sich das schon mal erledigt, das ist mich super. Dann kann ich mich Taki einfach nehmen, dann schicken wir den komplett hier rüber. Und dann wird er erstmal den stabilisieren bzw. heilen. Und dann den anderen. Und da jetzt nichts Besonderes kommen wird, können wir schon mal Heilung. Können wir nicht Heilung, sondern können nachladen. Sehr schön. Genau, stabilisiere den mal. Danke, Taki, hast du brav gemacht. Frost bleibt. Ne, der bleibt nicht stehen, der geht schon mal ein kleines Stück vor, aber nicht weit. Stepping off.
Ich überlege gerade, was eine gute Sniper-Position wäre, aber eigentlich sind alle Positionen hier außerhalb gerade echt schlecht. Theoretisch kann ich den nächsten Mal von da treffen. Praktisch wird es wohl ein bisschen anders laufen. Und den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Tut mir leid, das war mein Fehler. Schnapp erstmal ein bisschen nach Luft. Und alles wird gut. Medkits fix everything. Calm down. So hat er auch wieder volle Energie. Hm, du kannst noch warten. Getting it done. Weil ich schicke Frost jetzt nur ein Stück nach vorne. Die anderen können erstmal noch in Overwatch. Was ist Frost oder Lawrence? So, das war Frost. Weil, dann schicke ich ihn nach hier. Dann sollten wir eigentlich das Verteidigungssystem vom... Ne, irgendwie nicht. Warum aktiviert sich das Verteidigungssystem nicht vom UFO? Sehr schön. Komm, zeig, wie Deutsche zielen. Genauso nicht! Das haben wir davon, von unseren Waffengesetzen. Hat die gute Frau nie was vernünftig gelernt. Ah, sehr schön. Haben wir den auch direkt im Holo-Targeting. Mein größtes Problem ist... Ich glaube, ich habe sie schon... Genau, sie hat sich ja schon im Overwatch gesetzt. Also kann ich gerade den nicht... mit dem Axe-Thrower erwischen. Flieh! Fick dich! Bitte nicht kritisch. Danke. Moving. Ja, versuch dein Glück. Vor allem 54% Chance. Ich weiß nicht, ob das fair ist. What the fuck? Damn it. Ja, er nimmt ihn raus. Warum hat der denn so eine glänzende Lippe? Excellent, excellent. Leider konnten wir ihn nicht gefangen nehmen, weil der Axe-Row versagt hat. Aber ein Wert von 56%, dass es funktioniert, wie schrecklich ist das denn? Ich glaube, im Original war... höchst, ich glaube, weiß ich gar nicht, ob da überhaupt eine Prozentzahl angezeigt wurde. Lone Wolf nicht. Wir nehmen das mit dem besseren Cover. Warum sollte ich im Rocketeer das mit dem Sniper Rifle geben?
Ja, ich gebe dir mal das mit Rapid, dass der dreimal hintereinander einen Reaction-Shot machen kann, wenn er den trifft. So, du bist doch Scout. Plus 10 Aim und 10 Defense gegen Gegner, die ein Floor unter uns sind, also niedriger vor uns stehen. Ja, einsamer Wolf auch nicht. Ich gebe lieber ihr den Holo-Targeting, weil wir haben jetzt das Sniper-Gewehr nur mitgegeben. Einfach so. Ich will eigentlich den Scout nicht mit dem Sniper-Gewehr spielen. So, zwei Sachen sind beschädigt, die können wir auch direkt reparieren lassen. Und dann geht es ja schon darum, dass gleich die Satelliten fertig sind. Commander, we have multiple reports of new abductions in progress. The locations are marked on the hologlobe. Oh. Ah. Das andere ist meine Anzahl von Soldaten. Also, die schrumpft nicht, aber ich habe wenige, die ich noch einsetzen kann. I appreciate your efforts to support the research team. Viele Leute sind halt einfach schon am sterben. Nein, die sind schon tot. Naja, wir gehen nach Wuhan, gehen wir nach China. Ich nehme mal den Thunder 1 mit. Wir nehmen den Sniper Jack mit, habe ich letztens gesehen, der hat auch kommentiert wieder. So, dann nehmen wir Landau mit, dann nehmen wir Papp mit. Und dann versuche ich mal gerade ein paar Rookies zu finden, die noch ein bisschen vernünftig sind. Hier 66 Trefferchance, 62. Haben wir noch einen, der etwas höher ist? Nehmen wir ihn. So. Dann wollen wir erstmal. Wirklich? Wir haben nur noch. Wir haben nur noch drei Rüstungen übrig. So, du bist Grenadier. Dann nimm einmal AP mit und diesmal nämlich auch HE-Granaten mit. So, der Medic kriegt erstmal auch einen Laserkarabiner, dann die Armor, dann kriegst du hier die Medkits und du darfst dir einen Scope packen. Und du, mein Freund, darfst auch Laserkarabiner. Ne, du nimmst einen. Moment, das müssen wir gleich ändern. Ich habe aus Versehen einem Laserkarabiner gegeben. Der sollte aber lieber die Laser Rifle nehmen. Was hast du für einen Wert? 71 und du hast 69 und du hast 68. So, du kriegst die Laser Rifle. Meine Bewaffnung ist wirklich am Ende. Was soll mit einem Assault-Karabiner eigentlich anfangen? Ja, ansonsten wird der gar nichts treffen, ne? Hat er wenigstens einen halbwegs normalen Wert. Dann starten wir die Mission und gucken wir einfach. Wie es aber weitergeht, das alles beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play XCOM Anniversary. Bis dahin, ciao, euer Doc.